Herzlich willkommen, liebe Gamer, zu einem spontanen Unboxing-Video nach langer, 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 langer Zeit. Ich bin der Generation Gamer G6 und ja, es ist schon etwas länger her, seitdem das letzte Vlog oder auch ein Unboxing, speziell ein Unboxing von mir zu sehen, als es letztes Mal zu sehen gab. Und das hat einen ganz guten Grund, denn heute ist nicht nur der 27.07., das heißt, ich habe heute nicht nur Geburtstag, nein, es gab heute auch ein kleines Päckchen. Haha! Und ich erwarte eigentlich jetzt nichts Großartiges, denn es kommt aus England, aus UK und da erwarte ich sowieso meistens eigentlich gar nichts. Von daher engt das jetzt so ein bisschen die Auswahl von potenziellen Bestellungen ein. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier auch genau das drin ist, von dem ich ausgehe, dass es da drin ist. Und ich lasse euch jetzt einfach mal dran teilhaben an diesem kleinen Unboxing und schaue hier auch gleich mal rein. Wenn genau das drin ist, wovon ich ausgehe, dass es da drin ist, dann kommt es nämlich genau rechtzeitig, denn es könnte sich ganz nützlich erweisen für die Gamescom. Und da schauen wir jetzt mal zusammen rein. Ah, aufregend. Für dieses nette Case für Nintendo DS und Nintendo 3DS Spiele finde ich sehr, sehr nützlich. Hier finden, ich weiß gar nicht, 18, 19, 20, irgendwo so in der Größenordnung DS und 3DS Spiele Platz. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Finde ich nämlich ziemlich nützlich, gerade für die Gamescom, wenn man mal mehrere Spiele unterwegs mit dabei haben möchte. So. Kriegen wir das hier irgendwie auf? Da. Das sieht doch schon mal gut aus. Sehr schön. Ja, ist im Prinzip eine eigentlich so eine handelsübliche Hülle von einem 3DS oder auch von einem DS-Game. Aber wenn wir mal hier reinschauen, dann finden da deutlich mehr Spiele Platz als in einer ganz normalen DS- oder 3DS-Hülle. Und wir haben hier sogar auch noch verschiedene Cover-Motive. Wir haben The Legend of Zelda. Einmal die Toon Link-Variante und einmal das klassische. Wir haben hier verschiedene Nintendo-Symbole aus Mario zum Beispiel. Und ja, da werde ich mich mal für ein oder vielleicht auch wechselnd für verschiedene Cover entscheiden. Mal schauen, mal abwarten. Und natürlich hat man auch als Gamer unterwegs immer ein Case mit dabei. Zum Beispiel habe ich, oder man hat es für den 3DS oder für den alten DS zum Beispiel, gibt es auch so schöne Cases. Da kann man dann zum Beispiel auch Spiele in so ganz normaler Plastik Cases, Hüllen, Schatullen einfach mit dazu packen und ja, es reicht eigentlich relativ simpel. Aber ich habe auch zum Beispiel einen 2DS und der ist ja vom Platz her ist das Case dann nicht so ganz vorteilhaft. Da bleiben dann hier so für 6 Spiele hat man dann hier ein bisschen, ja, mageren Platz. Es ist nicht so ausführlich, man hat dann eine relativ eingeschränkte Auswahl. Die Spiele passen dann auch nur quasi ohne solche Plastikhüllen hier rein in das Case. Und ja, es ist, man ist halt relativ eingeschränkt, wenn man sich dann auf 6 Spiele beschränken muss. Und ja, hier passen deutlich mehr rein. Und man hat sich mal gefragt, gibt es irgendwann mal was Sinnvolles für seine Sterne? Man hat jetzt relativ, oder viele haben relativ lange gewartet. Jetzt so zum Ende hin, da haut Nintendo ja, doch recht was Sinnvolles raus. Es gab zum Beispiel auch eine Captain Toad-Lampe oder eine Zelda-Lampe. Ist mit Sicherheit selten, auch ganz nett, aber sowas würde ich mir jetzt nicht unbedingt ins Wohnzimmer stellen. Von daher habe ich immer noch so gewartet, bis dann vielleicht mal wirklich was Cooles kommt. Ja, und ich dachte mir jetzt, gerade jetzt für die Gamescom, wenn man sowieso mobil ist und man mehrere Spiele unterwegs mit dabei hat, dann ist sowas immer vom Vorteil, wenn man dann ja, eine relativ große Collection an Games mit in der Hosentasche hat oder zumindest auch in der Kameratasche. Und in diesem Fall
An heute, 27.07., ich nehme es jetzt einfach mal als Geburtstagsgeschenk. Ich habe dafür ein paar Prämienpunkte für eingetauscht. Ein paar habe ich auch noch. Mal gucken, vielleicht gibt es auch noch ein Virtual Console Game, welches ich mir nochmal runterladen werde dann für ein paar Sterne. Und ja, das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Unboxing. Ich werde jetzt gleich mich mal auf machen und diese Hülle befüllen und bestücken. Schon mal fertig machen für die Gamescom. Und ja. Ihr dürft euch jetzt weiter die nächsten Videos rund um das 100% Let's Play Killzone Shadowfall weiter freuen. Demnächst kommt dann auch nach der Gamescom wieder das alljährliche Special. Genau wie die letzten 2 Jahre werden wir auch dieses Jahr wieder ein Special machen. Am 9. August sind wir wieder mit auf der Gamescom. Und ja, das war jetzt ein spontanes Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich bin der Generation Gamer G6. Ich bin für heute raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.